yeah, Elektrostadt. Willkommen, meine lieben Freunde, zu einem Rack-Buddy-Update. Heute echt unelektronisch, dafür mit einer ganzen Menge Mechanik. Und alles fängt hiermit an. Das hier ist ja die Rack-Blende, wo der Rack-Buddy rein soll. Und da ist mir, ja, wie die es gesehen haben, dieses Loch hier deutlich zu groß geworden. Das ist ziemlich kacke, weil wenn das Rack-Buddy-Display-Modul da von hinten direkt reinkäme, dann sähe das echt, ja, ne, wie man sieht, ziemlich räudig aus. Was macht man da? Ja, ich habe mir Folgendes einfallen lassen. Ich habe bei modulor.de mir ein sogenanntes Black-and-White-Plexiglas besorgt. Das ist dieses Zeug eigentlich, das man auch in irgendwelchen Geräten, DVD-Playern oder so, immer an den an den Anzeigen hat, was erstmal schwarz aussieht, solange bis dahinter irgendwie was beleuchtet wird und dann kann man ganz gut durchgucken. Und der Plan ist jetzt der, dass ich das hier reinpacke und dann das Modul dahinter. Das wird deutlich besser aussehen. Ich werde auch noch ein bisschen hier an den Kanten irgendwie versäubern. Da lasse ich mir noch was einfallen, wie ich das noch schicker mache. Aber auf jeden Fall ist das schon mal ein ziemlich guter erster Schritt. Und genau dieses Display-Tool, das will ich heute bauen. Das wird letztendlich so ablaufen. Ich werde diesen Kunststoff hier nehmen und mein Display-Modul. Und ich werde dieses Display-Modul irgendwie befestigen müssen. Ja, fragt sich jetzt, wie macht er das, der Dicke? Ja, also auf zwei unterschiedliche Arten. Ich sag mal, hier am hinteren Ende ist es ziemlich einfach. Ich werde hier durch die Löcher, die ich schon gebohrt habe, wenn ich so Abstandshalter durchpacken, die werden hier oben verschraubt und hier unten verklebt. Ich werde die wahrscheinlich erstmal mit Sekundenkleber festkleben und dann später, wenn ich alles zusammenbaue mit diesem fiesen Epoxy-Zeug, das ich habe, nochmal beigehen. Aber fürs Erste zum Fixieren Sekundenkleber. Und dann haben wir noch die drübere Seite. Ja, da ist das Problem, ja, ich bin mit den Löchern leider zu nah an meine Module rangekommen. Das sieht man jetzt sehr schön so von vorne. Da habe ich nicht wirklich aufgepasst beim Ausmessen und habe dann Blödsinn gemacht. Sowas passiert, wenn man die Module reindengelt, bevor man die Löcher bohrt. Blöd. Also wollte ich mir da was anderes einfallen lassen. Der Plan ist jetzt wie folgt, dass ich das nur hier drüben festschrauben und hier drüben auf das Plexiglas wiederum so Plexiglas-Teile draufklebe, die hier so hochstehen und die dann so einen Nut hier drin haben, sodass man gewissermaßen, wenn hier hinten die Abstandshalter draufgeklebt sind, das Modul so reinslippt, es hier festgehalten wird von dem Plexiglas und man es hier hinten verstaubt. Also soweit die Theorie. Wie sowas in ungefähr aussieht, kann man hier sehen. Da habe ich auch so ein paar Reststücken Plexiglas mal mir sowas zusammengebaut. Das wäre dann also so wie das hier, nur dass hier so ein Schlitz reingesägt wäre. Und dann würde eben das Modul so reingehen und hier von dem Schlitz festgehalten werden. Das ist so der Plan. Und ob ich dann einen oder zwei von diesen Finnen da baue, das weiß ich noch nicht so ganz genau. Aber das finde ich irgendwie so als Idee relativ geil. Ja, weil ich dann auch nicht in der Nähe von den Display-Modulen mit Epoxy rumfrickeln muss und das ist mir eigentlich ganz angenehm. Gut, damit wäre eigentlich soweit der Plan klar. Als Material bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich habe hier noch dieses Opal-Plexiglas, das habe ich auch für das Gehäuse von meinem Wecker verwendet. Und ich habe noch so ein paar Plexiglas-Abschnitte hier. Ich weiß noch nicht genau, welches Material ich da verwenden werde. Das wird auch ein bisschen von der Verarbeitbarkeit abhängen. Also ich werde erstmal versuchen, mir die Teile, die ich brauche, mit der Dekupiersäge zusammenzusägen. Ich habe da allerdings nicht so wahnsinnig gute Erfahrungen gemacht mit diesem Material. Also das reguläre Plexiglas hat wirklich den Nachteil, wenn ich das mit der Dekupiersäge säge, das schmilzt. Das ist ziemlich ungeil. Ich muss mal gucken, ich habe mir jetzt andere Sägeblätter als bei meinem ersten Versuch besorgt. Vielleicht geht es mit denen besser. Wenn es nicht klappt, hätte ich auch noch die Möglichkeit, es mit Sägeblättern zu versuchen. Die habe ich mir neulich mal für, keine Ahnung, ich glaube das Set hier für 2 Euro oder so von Banggood besorgt. Das wäre auch nochmal eine Möglichkeit, die auszuprobieren. Das könnte eventuell einigermaßen gut klappen. Mal gucken. Und ansonsten, also ich weiß, dieses Material hier, das kann man einigermaßen mit der Dekupiersäge verarbeiten. Ich muss einfach mal gucken, wo ich Bock drauf habe. Ja, Dinge sind immer relativ einfach, wenn man schon was hat, was man benutzen kann. Also dieses Demo-Stück, was ich da schon mal gebastelt hatte, um das mit dem Kleben zu sehen, das kann ich jetzt natürlich hervorragend verwenden, weil wenn ich das hier so dran halte, kann ich hier wunderbar anzeichnen, wo die Schnittkante hin muss. Kann man hier sehen, da habe ich jetzt schon mal angezeichnet. So ungefähr muss das bei den richtigen Teilen aussehen.
Und jetzt kann ich mir ein paar Plexiglasstücke zusammenzetten, die die richtige Größe haben. Ich denke, ich werde es erstmal hier mit diesem Abschnitt probieren. Erstmal einen Streifen rausschneiden, der ein bisschen höher ist als das, was ich gerade angezeichnet habe. Und den dann so zerteilen, dass die richtigen Sachen rauskommen. Das hier ist der Streifen, den ich gleich brauche. So, aus dem werde ich jetzt zwei schmale Dinger hier schneiden und da die Muten randengeln. Wobei ich sagen muss, für das, was ich jetzt vorhabe, werde ich tatsächlich dann die Dekupiersäge nehmen, weil das wird mir jetzt zu frickelig mit Brechen und an den Stellen, wie ich es brauche, das ist zu viel Arbeit. Ja, die Dekupiersäge ist einsatzbereit. Das wird jetzt gleich ein bisschen laut, weil Dyson zum Absaugen, Säge selber ist alles nicht gerade leise. Das ist ein sehr guter Schnitt geworden. Nein, ich muss es hier unter das Licht halten. Das ist ein sehr guter Schnitt geworden. Offensichtlich, die feineren Sägeblätter haben es gebracht. Also wenn ihr Acrylglas sägen wollt mit so einer Säge hier, dann ist es eine gute Idee, wenn ihr ein sehr feines Sägeblatt verwendet. Das mache ich jetzt hier mit dem Anschlag in erster Linie, damit ich mir hier nicht in die Finger säge mit dem Ding. Etwas unangenehme Eigenschaft bei dieser Proxon-Dekupiersäge hier ist, wenn man mit der sägt, dann zieht das Sägeblatt irgendwie so ein bisschen nach rechts rüber. Und deswegen sind die Schnitte, die ich jetzt gerade gemacht habe, obwohl ich hier dieses Blech zum Anlegen verwendet habe, nicht gerade geworden. Das ist ziemlich ungeil. Und ich frage mich, warum das passiert. Das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Na, eigentlich habe ich da jetzt nichts falsch gemacht, oder? Da werde ich jetzt einfach nochmal schauen, ob ich eventuell vielleicht nochmal einen schöneren Schnitt hinkriege. Ich habe ja zum Glück noch ein bisschen was von dem Zeug. Na, gucken wir mal. Ungeil. Es zieht reproduzierbar nach rechts. Ich habe keine Ahnung, was ich dagegen machen soll. Aber bei den Teilen hier ist das nicht so schlimm, weil ich habe jetzt zwei Teile damit hingesägt bekommen, die beide auf exakt die gleiche Art und Weise zur Seite verziehen. Und damit ist es für mich wieder okay. Das erste Teil ist fertig, so sieht's aus. Davon mache ich jetzt gleich noch eins. Beiden Teile sind super geworden, sind absolut identisch, also ich bin da echt zufrieden. Und damit sollte das jetzt auf jeden Fall auch klappen mit dem, was ich vorhabe mit meiner Platine. Ich baue jetzt hier mal ab, räume ein bisschen auf und dann wird geklebt. Bevor man hier irgendwas kleben kann, muss man natürlich die Schutzfolie von dem Plexiglas entfernen, ist klar. Und dann kann es erst losgehen. Was das Kleben selbst angeht, ich habe in den letzten Tagen einiges an Experimenten mit dem Kleben vom Plexiglas durchgeführt. Und ich muss sagen, ich fand die meisten Ergebnisse ziemlich unbefriedigend. Und zwar deswegen, weil sie nicht richtig geklebt haben. Insbesondere, wo ich eigentlich so meine Hoffnungen reingelegt hatte, war Aceton. Da hatte ich mal drüber gelesen, das soll angeblich total super funktionieren. Um mal ganz ehrlich zu sein, Aceton war der allerletzte Scheiß. Was allerdings erstaunlich gut geht, ist stinknormaler Sekundenkleber. Ich benutze da diesen Uhu Präzision Flüssig und der ist richtig gut. Also da muss ich sagen, vollste Zufriedenheit. Ist innerhalb von kürzester Zeit dran und wenn es mal dran ist, bleibt es dran. Was mir bei dem Uhu-Zeug hier sehr, sehr gut gefällt, das sind diese Pressbacken hier. Ja? Weil mit denen kann man wirklich sehr, sehr schön dosieren. Das ist echt gutes Zeug. Der ist nicht so wahnsinnig teuer. Ich habe den bei Amazon irgendwie für 7 Euro oder so gesehen. Und der ist also wirklich, gerade was diese Acrylklebereien angeht, bisher das Beste, was ich in den Fingern hatte. Der ist total super. So, damit habe ich das hier so gut wie fertig. Das mache ich hier nochmal, damit man das besser checken kann. Die Folie ab. Ich will die noch nicht vom ganzen Dingens abmachen, aber hier hinten wird es so offensichtlich stören. Jetzt schauen wir mal, ob es passt.
Boah. Was soll ich sagen? Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Das ist jetzt genau so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, also ich versuche es hier mal so ein bisschen ins Licht zu halten. Die Teile sind hier drauf, sind so kleine Haken. Man kann das hier genau einhaken und jetzt müssen hier nur noch die Stolpleinen rein und die muss ich dann noch mit ranbringen. Und dann habe ich mein Display-Modul im Grunde genommen soweit ganz gut drin. Ja, der Griff in die Crack-Dealer-Kiste, was brauchen wir? Ich habe festgestellt, gemeinerweise ist es ein 16 mm, die ich habe und die gibt es natürlich nicht als Abstandshalter. Deswegen nehme ich einmal diese 6 mm Außen-Innengewinde. Und dann habe ich als zweites, jetzt muss ich es nur finden, weil ich habe hier relativ viel von dem Zeug gekauft über die Zeit, genau, habe ich hier noch diese 10 cm, die ein Innen- und ein Außengewinde haben. Und was man damit machen kann, ich glaube jetzt davon zwei Stück jeweils. Von der einen Sorte. Zwei von der anderen Sorte. Und die kann man einfach aufeinander drehen, weil nämlich zum Glück diese Pöppel da sind genau die 6 mm lang, also die Gewindebolzen, die die kleinen Abstandshalter sind. Perfekt. Und damit habe ich jetzt einen Abstandshalter jeweils, der 16 mm lang ist. Das ist genau die Länge, die ich haben will. Oben verstaubt werden kann. Das ist genau das, was ich tun will. Und zwar mit dieser Platine hier. Und unten, ja gut, unten hat er jetzt eine ebene Fläche. Statt, ja, was man ja normalerweise unten hätte, ein Gewinde. Aber das ist perfekt, weil ich will es ja mit der unteren Seite an meinen Plexiglas dran kleben. Und da ist natürlich die Fläche sogar noch mal ein gutes Stück günstiger als ein Gewinde. Ja. Um das jetzt mit der Platine da zusammenzubringen, damit wir es verstauben können, brauchen wir noch Schrauben. Ich hätte hier M3 x 6 mm oder M3 x 4 mm. Ich denke, M3 x 4 mm reicht. Die muss ich ja mit der Schraubenlänge nicht übertreiben an der Stelle. Zwei Stück. Jetzt schraube ich die Dinger an meine Platine dran. Jetzt habe ich diese beiden Abstandhalter an der Platine. Und jetzt kann man hier ziemlich genau sehen, wie ich mir das vorgestellt habe. Und das klebe ich jetzt erstmal fest. Und hoffen wir, dass der Sekundenkleber dafür schon reicht. Wow, wie ich zittere. Ich bin hier etwas nervös offen gestanden. Dieses Sekundenkleberzeug macht mich sowieso immer so ein bisschen wuschelig. Das sieht sehr, sehr gut aus. Es ist auch genau wie ich es wollte, ein bisschen Sekundenkleber an der Seite drüber geflossen und bildet draußen noch eine kleine Lippe. Da, wo das noch nicht passiert ist, tue ich noch was dran. Die Kapillarwirkung zieht das dann auch noch unter diese Befestigungsschrauben und die sollten dann eigentlich bombenfest halten. Also ich habe notfalls auch noch so ein bisschen zwei Komponenten Epoxy, wenn es nicht hält. Aber ich glaube ehrlich gesagt, mehr als das hier wird es nicht benötigen. Und jetzt kommt der Moment, auf den alle gewartet haben. Wird es denn auch funktionieren, das Ding? Also, ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich habe hier Strom, ich habe hier die Rackbody-Platine. Und bedenkt bitte, egal wie gut oder auch schlecht es gleich funktionieren wird, es wird auf jeden Fall total verschwommen sein, weil auf beiden Seiten von dem Ding noch die Schutzfolie drauf ist. Also scharf kann es nicht sein, aber es könnte eventuell explodieren. Schauen wir mal, was passiert. Yes! Jatta! Es hat funktioniert! Jatta! Ja, und das sieht sogar ziemlich cool aus. Also es ist natürlich unscharf im Moment, aber es hat eigentlich exakt genau die Wirkung, die ich haben wollte. Und ich denke, ich werde da noch mit einem schwarzen Passepartout dahinter noch ein bisschen nachhelfen können, dass das noch schwärzer wird. Und dann ist das eigentlich genau das, was ich hier brauche. Es hat affengeil funktioniert. Ich bin happy. Ja, gebt's doch zu. Ihr wollt wissen, wie die Optik ohne diese blöden Schutzfolien kommt. Also ich mache jetzt mal die Schutzfolien ab. Und dann gucken wir uns das an. Oh, der Sekundenkleber hier war noch nicht vollständig ausgehärtet. Und die Warnung, die da drauf steht, dass man damit sehr schnell Haut kleben kann, die ist definitiv korrekt. Na gut, ich lasse das noch ein bisschen trocknen, bevor ich weitermache. Es hat eine Trocknungszeit gehabt.
mache ich mal die blöde Folie ab. Schlapp, schlapp, Folie ab. Und dann kommt das Modul da wieder rein. Und jetzt seht ihr auch mal, wie es assembliert wird. Es wird einfach hier reingeschoben. Und dann werden am hinteren Ende die Schrauben fixiert. Oh Mann, scheiß Schraube. Verficktes Mistding. Na, also geht doch. So, hält. Dann, ich glaube, so rum muss es hin. Und jetzt schauen wir mal, ob die Zahlen jetzt so ein bisschen genauer kommen. Ein bisschen unscharf sind sie immer noch, aber gut, kann ich mitleben. Ist nicht so schlimm, ist okay. Also, ich hätte es ganz gerne eventuell einen Tucken schärfer gehabt, aber für das, was ich damit vorhabe, wird es reichen. Und der Primärzweck von dem Ganzen ist ja sowieso die Ausgabe per USB und die ist scharf. In diesem Sinne, Tschüssing.